Moin und herzlich willkommen zu einem neuen How to Drive, diesmal vom E512 Fortschritt. Wurde sich ja auch schon öfters mal gewünscht und jetzt ist es endlich soweit. Vorweg schon mal, falls irgendwelche Angaben falsch sein sollten oder ich mich verspreche, ist keine Absicht. Belehrt mich, wenn denn, in den Kommentaren. Manchmal denke ich auch beim Stein, was hast du da eigentlich für einen Stuss gesabbelt, aber manchmal, wenn man so im Flow ist, dann denkt man manchmal nicht genug drüber nach und sabbelt irgendwas Verkehrtes, ist auf jeden Fall keine Absicht oder wie gesagt, ich weiß es nicht besser, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Der erste Kommentar, den ich jetzt schon sehe, ist, warum der hier immer noch steht, der wächst ja schon ein, ja weiß ich, wir haben es bis jetzt leider noch nicht geschafft, den wegzuholen, ja, ab und zu wächst jetzt leider schon ein bisschen was, aber der wird so auf jeden Fall grundgereinigt, einmal so wie hier. Weiß ich, das muss nicht sein, ist jetzt da passiert, wissen wir selber. Den hole ich nämlich heute auf dem Hof, deswegen kann ich noch mal eben ein kurzes Video davon machen. So, erstmal die technischen Angaben. Also, ich filme den Drescher, das ist das Wichtigste. Also, es ist auf jeden Fall ein Fortschritt. E512 hat einen Vierzylinder-Motor. Das ist eigentlich derselbe Motor, der fast in allen Fortschrittmaschinen drin ist, sei es vom ZT bis über den IFA-LKW, da ist, soweit ich weiß, überall der gleiche Motor drin. Wie gesagt, das sind vier Zylinder mit knapp über 6,5 Liter Hubraum, wassergekühlt. Ja, Saugermotor. Was gibt es da sonst sozusagen? Ja, eigentlich stabil gebaut. Auf jeden Fall genug Hubraum. Achso, 105 PS. Ich glaube, im Mähdrescher bin ich mir gar nicht sicher, ob der da ein bisschen weiter aufgedreht ist auf 125 PS. Irgendwie so, aber von der Bauart ist das der ein und selbe Motor. Achso, wenn ich hier oben bin, können wir nochmal eben gucken. Also hier ist Hydrauliktank, hier Kühler, Luftfilter, ja eigentlich im Motor. Hier können wir gleich nochmal eben in die Schüttler gucken. Das können wir eigentlich jetzt auch schon machen, wenn ich hier bin. Das ist eine Vier-Schüttler-Maschine. Kann man hier auch noch sehen. Hält gar nicht so das Blech. So, kann man halbwegs reingucken. Zeige ich gleich aber noch mal und dann noch mal eben weiter nach vorne. Oder wir können auch noch mal von hinten eben einmal reingucken in die Schüttler. Hier sind die Schüttler nämlich 1, 2, 3, 4, deswegen 4 Schüttlermaschine. Und da oben haben wir nämlich gerade reingeguckt. So, wir fangen mal eben von vorne an. Ich kann ja mal eben im Schnelldurchlauf erklären, wie so ein Meter schon ungefähr funktioniert. Ja, hier steht das Getreide ja quasi. Dann wird das durch das Schneidwerk abgeschnitten. Das hat so einen Messerbalken hier quasi. Hier sind die Klingen, die gehen immer ganz schnell hin und her. Schneiden dadurch das Getreide ab. Dann wird das durch die Haspel noch ein bisschen weiter reingezogen. Dann in die Schnecke vom Schneidwerk. Und dann über den Förderkanal in den Drescher gezogen. Das Schneidwerk ist im Übrigen 5,70 Meter oder 5,80 Meter breit, irgendwie so um den Dreh. Ist über Kette angetrieben, also nicht wie bei den neueren Maschinen, einfach eine Gelenkwelle raufstecken. Hier musst du noch alles mit der Kette überhin friemeln, ist nicht ganz so schön, aber geht auch. Dann ist beim Schneidwerk, wenn ich das jetzt quasi anbauen will vom Wagen, würde ich da reinfahren. Das gehört noch alles zum Drescher bis hier, dass dieser Bolzen im Schneidwerk drin ist. Heb dann hoch und dann kann ich hier unten, sieht man jetzt schlecht, hier sind noch zwei Bolzen, hier guckt nämlich einer raus, die kann ich verriegeln, dann ist das ganze Schneidwerk quasi angebaut. So, dann lege ich die Kette hier über hin, dass dieses Zahnrad mit angetrieben wird. Das treibt nämlich dann die ganzen Aggregate vom Schneidwerk mit an. Und da muss ich noch die Ölversorgung sicherstellen beim Anbauen. Die ist nämlich dann für diese Stempel, damit geht die Haspel dann nachher hoch und runter. Das ist dann dieser Ölschlauch, den muss ich vom Schneidwerk einmal hier, wo ist er denn? Ich kann jetzt so schlecht gegen das Licht sehen. Eben einmal einschrauben. Das ist eine normale Schraubverbindung. Des Weiteren gibt es eigentlich noch für die Haspel Drehzahl, also wie schnell sich die Haspel drehen soll, auch noch ein Gestänge, den man da einhaken muss. Haben wir bis jetzt eigentlich nie gemacht. Ich zeige euch gleich, welche Hebel das sind. Ging bis jetzt eigentlich auch immer sehr gut ohne. Also der ganze Drescher ist eigentlich nur über Riemen angetrieben, wie man hier sieht. Ich mal eben schnell den Klapper hier aufmachen. Moment.
alles über Riemen angetrieben. Hier ist der Hauptantriebsriemen quasi für das ganze Dreschaggregat. Und ja, wie gesagt, eigentlich relativ pflegearm das ganze Ding. Aber wir waren ja bei der Funktion. Fangen wir da mal weiter mit an. Also durch das Schneidwerk kommt das Getreide in den Förderkanal. Da wird das ja durch so einen Raffer hochgezogen quasi in die Dreschtrommel. Hier können wir vielleicht auch, ja, ich habe kein Werkzeug dabei, mal eben reingucken. Da wird das Ganze auf jeden Fall ausgedroschen. Dann fällt das Stroh auf die Schüttler und wird dann nochmal weiter gereinigt. Und das fertige Stroh kommt hinten dann raus. Und die Körner fallen hinten auf die Siebe. Die sieht man da hinten, das ist das erste Sieb. Da fallen die meisten Körner schon runter. Kommen dann in den Elevator, das ist der erste hier. Und die werden dann in den Korntank geleitet. So, alles was vielleicht noch ein bisschen ja, zu dick ist oder noch Gran oder so vielleicht dran hat, ja, wobei die meisten Gran werden vorne eigentlich abgetrennt. Jedenfalls sowas wie hier, was noch ein bisschen dick ist, wird hier nochmal auf dem nächsten Sieb nachgetrennt. Das fällt dann alles in die Überkehr. Das ist nämlich der nächste Kanal hier, das ist die Überkehr. Und die geht nochmal ganz hoch bis zur Dreschtrommel, das wird dann alles nochmal mit ausgedroschen. So, außerdem haben wir dann noch den Wind, das können wir auch noch einstellen. Zum Beispiel bei Hafer brauchst du eine andere Windgeschwindigkeit wie beim Weizen oder so. Das sind nämlich quasi diese Paddel hier, die sorgen für so einen Luftstrom, weil man muss sich das so vorstellen, wenn man Getreide mit der Hand ausdrischt, dann ja, pustet man ja auch erstmal die Spelzen und so da raus und dann pustet man leicht, dass die leichten Spelzen wegfliegen, dann hat man nur noch das Korn, das gleiche ist dieses Prinzip hier. Ja, dass die leichten Sachen dann hier hinten über Sieb rausgeblasen werden. Dafür ist das. So, ansonsten haben wir das schon mal. Wenn ihr nochmal genau sehen wollt, wie so ein Drescher funktioniert, gibt es auf YouTube, glaube ich, von Klaas ein ganz schönes Video. Da wird das nochmal genau gezeigt. Wie gesagt, es kann sein, dass ich jetzt gerade was verwechselt habe in meiner Laberei hier mit Überkehr und dies und das, wo das genau lang läuft. Sonst guckt lieber nochmal das Video von Klaas nach. Da ist auf jeden Fall alles schön veranschaulicht. So, wir können aber eben in der Kabine weitermachen. Wir haben hier auf jeden Fall erstmal eine Tabelle mit den ganzen Einstellwerten, was wir dreschen können, hier von Weizen bis Senf. Da stehen die ganzen Trommeldrehzahlen, die ungefähr passen würden dann, dass man da schon mal grob voreinstellen kann und dann auch mit den Korbeinstellungen, wie weit der ran muss. Die Korbeinstellung wäre dann dieser Hebel, der hat jetzt hier, ich glaube, 7 Raster oder so. Entschuldigung, den kann man hin und her drehen und damit stellt man den Korb dann ein. Wenn er sich mal verschlucken sollte oder so, kann man den Korb noch weiter aufmachen, dass er quasi die ganze verschluckte Ware da einmal rauskriegt und dann macht man den Korb wieder ran. Der geht relativ schwer, wie alle Hebel hier eigentlich, ist halt nur alles mechanisch. Der zweite Hebel ist das ganze Druschaggregat in Gang setzen, das können wir gleich mal bei laufendem Motor machen. Der nächste Hebel ist für Schneidwerk aktivieren und der nächste Hebel zum Abbunkern. Oh, ich glaube, ich muss mal eben kurz was trinken. Ich mache mal eben eine kurze Unterbrechung. So, Dalle, jetzt sollte es hoffentlich besser gehen. Kommen wir zum nächsten Hebel. Der ist für die Haspelgeschwindigkeit. Haspel ist im Übrigen das Ding hier, was die Ähren da reinzieht oder das ganze Getreide. Das kann man hier verstellen. Das ist auch über Riemen. Kann ich gleich sonst mal eben am Schneidwerk noch zeigen. Wie gesagt, einfach nur eine Kurbel für die Geschwindigkeit. So. Oh Mann, das gibt's doch gar nicht. Immer noch husten. Hier haben wir ganz normal wie beim Trecker-Auto irgendwas die Kupplung. Da wird übrigens auch gleich die Fahrgeschwindigkeit mit runtergenommen, wenn man nicht kuppelt. Dazu, zu dem Hebel komme ich gleich. Dann haben wir hier ganz normal das Lenkrad. Hat Hecklenkung, also wir lenken hinten mit den Rädern. Dieser kleine Hebel ist die Einzelradbremse, also den kann ich nach rechts oder links umlegen, normalerweise. Ist jetzt fester, den haben wir auch noch nie gebraucht eigentlich. Damit könnte man halt umschalten, rechts ist nur mit dem rechten Radbremsen, dass man scharf um die Ecke kommt oder ja, so wie jetzt in der Mitte ist, mit beiden Rädern gleichzeitig bremsen, so wie es auf der Straße auch gewünscht und ja, gewünscht ist und wie man das auch fahren muss dann. Ja, Bremse ist hier dann das Pedal rechts, auch wie beim Trecker. Das bleibt alles und daneben kann man schon was denken, die Handbremse. So, dann haben wir nochmal so eine Spindel, das ist für die Haspel, wie weit vor oder zurück die gehen soll. Haben wir bis jetzt auch noch nicht gebraucht, ging auch sehr gut bis jetzt ohne.
Muss man dann beim Anbauen auch eben mit anschließen. Wie gesagt, haben wir bis jetzt noch nicht gebraucht. Des Weiteren haben wir dann hier unsere Gangschaltung. Drei Gänge haben wir. 1, 2, 3. Und unten links haben wir Rückwärtsgang. Darunter den kleinen Hebel hier, diese Spindel. Das ist die Dreschtrommeldrehzahl. Die haben wir hier vorgegeben quasi, oder grob vorgegeben. Wenn ich hier jetzt 900 bis 1000 Dreschtrommeldrehzahl haben will, schalte ich dann mal eben den Drescher ein und dann sehe ich hier auf meiner Anzeige die Drehzahl. Quasi wenn ich jetzt bei 8 bin, wären das 800 Umdrehungen, reicht dann noch nicht ganz. Dann kann ich hier noch ein bisschen weiter hochkurbeln, bis hier ungefähr im Bereich von 900 bis 1000 ist. Ja, können wir sonst die Anzeigen ja auch gleich schon eben mitmachen. Temperatur ganz normal, Motordrehzahl, ja, in welchen Bereichen hier ist. Der Drescher hat im Moment 4332 Stunden. Ich muss mal, als wir den Drescher geholt haben, gucken, ob der Betriebsstundenzähler überhaupt geht. Ich glaube aber schon. Ansonsten, das müsste. Ja, was müsste das sein? Öl? Weiß ich nicht genau. Könnte Öl sein. Ja, es steht hier auch Öl. Sicherungskasten. Blinker haben wir links, rechts. Im Übrigen, als wir den geholt haben, ging eigentlich noch alles. Ja, ich glaube, außer eine Arbeitsleuchte, die geht nicht. Aber sonst ging alles von der Elektrik. Achso, und die Hupe geht auch nicht. Hupe wäre hier. Dann müsste das hier Bunkerbeleuchtung sein. Dann Standlicht. Ja, gar nicht wahr, ist das hier Bunkerbeleuchtung? Irgendwie so. Das weiß ich gar nicht, was es gerade ist. Und die anderen Leuchten. Parkleuchte, Abblendlicht und Arbeitslicht. Oder Arbeitslicht, Abblendlicht, weiß ich jetzt genau nicht, in welche Richtung das ist. Und den Anlasser haben wir. Den zeige ich gleich, wie das geht, beziehungsweise den Startknopfke. Hier unten noch für Bremsflüssigkeit, den Behälter. Dann haben wir nur noch diese Hebel, glaube ich, nach. Sonst wäre das alles, ja. Hier haben wir den Fahrvariator, quasi wie beim Mofa. Stufenlos, schnell und langsam. Danach für Schneidwerk hoch und runter, Steuergerät, Haspel hoch und runter und Gas. Also ich habe keinen Fußgas, wie man sieht, das wird alles über Hand gesteuert. Nach hinten ist aus und dann ganz nach vorne ist Vollgas. Ansonsten wären wir, glaube ich, durch. Ja. Dann würde ich sagen, reißen wir den Mofa gleich mit ihm an. Achso, ich kann gleich noch eben erklären, warum hier, ich stehe hier gerade so, deswegen komme ich da drauf, warum hier kein Dach drauf ist und warum der Kahn so komisch grün ist, wie so ein John Deere und nicht in Fortschritt blau-weiß. Zu dem Lack, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, warum der jetzt so aussieht, den hat der Vorbesitzer damals so angemalt, also da haben wir unsere Finger nicht im Spiel gehabt. Ist jetzt auf jeden Fall wiedererkennungswert, den wollen wir aber auch nicht umstreichen, den lassen wir so, das wäre auch zu viel Arbeit. Da haben wir nichts mit am Hut. Weiß nicht, warum er das gemacht hat. Vielleicht wollte er damals meinen John Deere haben, aber nicht viel investieren. Weiß ich nicht. Kabine hat den folgenden Grund, warum die runter ist. Die erste Sache war, als wir den aus dem Osten geholt haben, gibt es übrigens auch einen Farmblock von. Werde ich am Ende wahrscheinlich mal eben verlinken, wenn ich den finde. Hatte den Grund, auf dem Tieflader war der, ich glaube, 4,40 Meter oder so. Auf jeden Fall zu hoch, deswegen haben wir die Kabine abgenommen. Dann war er da drunter, dann konnten wir auf jeden Fall damit los. Bisschen Luft abgelassen hatten wir noch bei den Reifen. Dann passte das einigermaßen. Ich glaube, ganz bisschen zu hoch war der noch irgendwie 5 bis 10 cm oder so. Aber so ging das auf jeden Fall. Deswegen haben wir die abgemacht. Die muss auch noch restauriert werden. Da ist ziemlich Rostfraß dran, deswegen haben wir die auch noch nicht drauf gemacht. Und dritter Punkt wäre auch noch, warum die noch nicht drauf ist, weil er so besser in meinen Meterschuppen passt. Dann kann ich ihn noch weiter reinfahren. Wenn das Dach jetzt noch quasi da noch mit drauf wäre, dann könnt ihr nicht ganz so weit durchfahren, dann wird er hinten mit dem Arsch noch weiter rausstehen aus dem Schuppen. Ich meine, so ist er auch noch fast ein bisschen zu groß. Er steht noch einen halben Meter mit raus, aber immer noch besser, als wenn das Dach mit drauf wäre. So passt es auf jeden Fall besser. Okay, ich glaube, dann würden wir die Möhre mal eben anreißen. Ist übrigens 24 Volt System, also deswegen zwei große LKW-Batterien. Hier haben wir einen Totschalter drin, den Knochen hier quasi. Oh, was kommt hier denn alles raus? Sind das Bienen? Nee. Weiß ich nicht, was das war. Fliegen nur, die sonnen sich hier anscheinend unter. Einmal Batterie-Hauptschalter, so ist an. Also wenn wir den abstellen, machen wir den immer eben aus. Ich hatte den eben schon laufen, deswegen so ist ein. Und
Dann kann man eigentlich wie beim kleinen Fendt ETC den Startknopf eben drücken und dann springt die Möhre an. Ich mache mal eben eine Aufnahme von innen, würde ich sagen. Und sonst zum Ende des Videos kann ich den gleich nochmal eben einmal von außen starten, beziehungsweise die Kamera stelle ich außen hin und dann starte ich den mal eben. So, Gas mache ich immer so ja, ungefähr in den vorletzten Raster. Dann den Knopf einmal reindrücken und nach oben. Ich filme mal eben den Auspuff, da kommt immer so ein bisschen lustigen Rauch raus. Das sieht ganz gut aus. Also reindrücken nach oben. Läuft wie Titimere. Ich kann echt ein Jahr stehen und dann springt er auf flach an. Und hier ist dann halt Gas. Hebel nach hinten ist wieder aus. Ja, Korntank befindet sich hier unterhalb. Da kommt das alles rein. Das ist so der kleine Nachteil. Also im Großen und Ganzen läuft der Drescher wirklich sehr, sehr gut. Vor allem für den Preis-Leistungs-Verhältnis. Da haben wir echt nur ein Abel und Ei für bezahlt. Das hat ja, er noch nicht ganz wieder rausgedroschen, aber auf einem guten Weg dahin. Nur der Korntank, der ist etwas zu klein. Im Osten war das ja, glaube ich, ziemlich so, dass sie immer beim Dreschen gleich abgetankt haben. Also da passt auf jeden Fall so wenig rein. Ich war schon mal überlegen, ob wir da vielleicht Schallungsbretter ranmachen, dass er noch ein bisschen mehr reingeht. Muss man mal gucken. Ja, ansonsten, ich glaube 200 Liter Tank hat er, Diesel natürlich, ja, eigentlich ziemlich robust, fast unverwüstlich, alles über Kette, also nirgendwo irgendwie, oder über Kette und Riemen angetrieben, ja, wenn irgendwo mal was auseinanderfliegt, kannst du eben wieder ein Kettenschloss reinmachen und weiter geht's. Das Schneidwerk hat auch Rutschkupplung, haben wir glaube ich in einem Block ja auch gezeigt, wo wir die nachgestellt haben. Ja, das läuft eigentlich ganz gut so. Also hier kann man nochmal die Verstellung sehen für Schneidwerk, wo die vor und zurück gehen kann. Hier ist das Band dran. Ja, ansonsten wäre es das glaube ich schon fast. Ja, hier sieht man, hier wächst er schon so ein bisschen raus leider, wo die Körner reingefallen sind. Das wird auf jeden Fall sauber gemacht, das ist unschön so, das bleibt auf jeden Fall nicht so. Ja, das wäre es glaube ich im Groben und Ganzen. Haben wir alles mal eben schnell gezeigt. Ja, hydraulische Lenkung haben wir natürlich. Ich glaube, dann sind wir ziemlich durch. Das Video war jetzt auch relativ spontan. Ich habe mir jetzt nichts aufgeschrieben, was ich genau erklären muss und so. Aber ich denke mal, so den groben Einblick hat man gekriegt. Ja, sonst hier haben wir noch eine kleine Tabelle für die ganzen Riemen und so, welche Größe die haben. Und Siebe kann man austauschen. Die kann man hier einfach lose machen. Dann kann man das rausziehen, wenn man eine größere Siebgröße braucht. Und dann eben ein anderes reinstecken. So, ich muss noch mal eben was sagen. Ich hätte jetzt eigentlich schon die Endcard gedreht, aber mir ist noch mal irgendwas eingefallen. Deswegen stehen wir in anderer Position jetzt gerade. Das Abtankrohr ist eigentlich immer ausgefahren beim Dreschen. Hat folgenden Hintergrund. Erstmal muss man das per Hand ein- und ausklappen. Nicht, dass ich hier jetzt runterfall. Ist einfach nur diesen Hebel ziehen und dann kann man das ganze Rohr nach hinten wegschwenken. Na. Okay, mit einer natürlich beschissen. Ja, jedenfalls den raus und dann kann man das ganze Rohr nach hinten schwenken. Und während der Fahrt muss das ausgeschwenkt sein oder sollte ausgeschwenkt sein, weil der Korntank höher liegt als das Rohr und sonst fällt das da alles raus während des Dreschens. Deswegen muss das Rohr immer ausgefahren sein.
eben angemacht, kann man ja eben sehen. Und jetzt können wir das Dreschaggregat noch mal eben anmachen. Das hatte ich ganz vergessen. Dazu gebe ich nicht ganz Vollgas. Und dann diesen Hebel, den lasse ich einfach außen vor. Wir wollen jetzt nicht unbedingt dreschen. Dann das Dreschaggregat starten. Im Moment haben wir das noch Problem, dass das Schneidwerk gleich wieder mit angeht, obwohl der eigentlich für ein extra Hebel vorgesehen ist, aber der hat im Moment keine Funktion. Da muss irgendwie was hier drin ausgehakt sein. Schneidwerk und der Drescher an sich ist jetzt irgendwie über einen Hebel gesteuert. Aber naja, wir machen den einmal runter und zwar einmal schnell, nicht schleifen lassen, weil das ja über Riemen alles läuft. Deswegen einmal schnell, dass der Riemen nicht rutscht. So, und schon wieder los. Dann Vollgas. Wenn Fragen sind, gerne in die Kommentare damit, dann beantworte ich die im nächsten Vlog nochmal oder im Livestream irgendwann vielleicht mal. Irgendwas kriegen wir da ja schon hin. Auf jeden Fall besten Dank fürs Zusehen, guck gerne in den nächsten Vlog wieder mit rein und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal.